Hallo meine Lieben, ich mein, was Blog ist wieder da? Bücherrezessionstime, wumm! Heute präsentiere ich euch von Don Boff, Dark Damned. Ist erschienen am 28. April 2015. Hat 248 Seiten als Buchform. Ist von App Verlag, E-Book. Und ich würde das einstufen als Liebesroman, Dark Roman oder whatever. Ja, ich habe es gelesen wieder als E-Book, eh wie immer. Kennst du das, wenn ihr ein Buch anfangt und ihr glaubt, dass das Buch schon mal gelesen habt? Ja, so ist es mir gegangen. Ich habe das Buch schon gelesen. Das war bei Scooby. Online, also übers Handy, und eigentlich wollte ich das Buch gar nicht mehr fertig lesen, aber ich habe es jetzt geschafft, ich bin jetzt in dem Augenblick fertig geworden, und deswegen mache ich jetzt die Buchrezession, weil ich mir vorgenommen habe, wenn ich ein Buch angefangen habe, dass ich es zu Ende lese, bevor ich mit einem anderen Buch anfange. Also, was geht es um Dark Damned? Alle Fälle um dunkle, gefährliche Sachen, würde man behaupten. Als erstes geht es einmal darum, um Alec Wang, ist ein Gentleman in der Öffentlichkeit, ein Bastard im Bett, hat seine Geheimnisse und ja. Samantha Stone ist eine Frau, die was viel hinter sich hat. Sie hat ein Detektivbüro und sie wurde aufgefordert, halt ihm sein schlechtes Wesen zum herauskitzeln, dass sie etwas gegen ihn in der Hand hat für eine Frau. Und ja, alle Fälle geht es in dem Buch darum, um Kontrolle, um Sadomaso, würde ich jetzt mal behaupten, nein, Sadomaso nicht, würde ich jetzt nicht so sagen. Alle Fälle geht es darum, dass sie halt den Auftrag bekommen hat, ihm zu durchleuchten, beziehungsweise das Schlechte von ihm aufzunehmen und natürlicherweise das auch abzugeben. Was sie aber damit nicht, sie hat damit aber nicht gerechnet, dass sie sich in ihn verliebt. Jo, ist halt immer schwer. Ja, ich lese euch jetzt eine Stelle vor, die ich markiert habe. Da sind sie halt gerade in so einem Raum und ja, das war so entwürdigend, so grausam, so ekelhaft und pervers, und das ließ sie ehrlich freiwillig mit sich machen. Wie wenig Selbstachtung kann man haben? Bin ich tatsächlich auch zu sowas? Bin ich tatsächlich auch zu so etwas fähig? In dem Punkt bin ich mir ziemlich sicher. Niemals. Es geht darum, also es ist... Im Generellen hat mir das Buch wirklich gefallen. Das Schreibstil ist einfach Don Boff, ja. Aber dadurch, dass ich es schon jetzt das zweite Mal gelesen habe, habe ich eigentlich viel schneller gelesen und nicht alles detailliert gelesen, weil ich es ja im Prinzip schon kenne. Ja. Es ist empfehlenswert, wirklich empfehlenswert. Es ist gut. Man bekommt Einblicke in Sachen,
wo man halt nicht so eine Ahnung hat, aber das ist ja auch gut, würde ich jetzt einmal behaupten, ja. Ich möchte jetzt auch nicht so viel verraten, um was es gänzlich geht, aber es geht um Kontrolle und Dämonen, Selbstbeherrschung und um das Glücklichsein. Wirst du für die Liebe kämpfen, wenn sie dir alles nehmen könnte, ja? Ist ein guter Abschlusssatz für dieses Buch. Es ist lesbar, es ist rührend, es ist Liebe, beziehungsweise es ist cool, würde ich jetzt einmal so sagen. Es ist cool, wie es geschrieben wurde, es ist cool, wie man auf so ein Thema eingeht, es ist cool, mitzufühlen bei den Charakteren Alec Morgan, bei Samantha Stone, die es auch in ihrem Leben nicht einfach gehabt hat und sich eigentlich als Vorsatz genommen hat, dass sie nie wieder glücklich sein darf, ja, obwohl es ihr eigentlich befohlen wurde. Es geht um Dominanz, es geht darum, dass man devot ist, es geht darum, dass man alles unter einen Hut bringen muss, um glücklich zu sein. Das war Dark Diamond. Mehr verrate ich euch nicht. Wenn euch das Buch oder meine Beschreibung so zusagt und ihr habt Kindle Ultimate, könnt ihr euch das durchlesen und mir dann schreiben, ob es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Buchrezension am Dienstag. Tschüss!